Hi, willkommen, mein Name ist DanioLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die, ach, wenn ich den Namen jetzt hinkrieg, Westgard, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das sind viel zu langen Namen, kann ich mir nicht merken. Habe ich gerade gesehen, aber ist egal. Wir haben gegen Supermutanten gekämpft in der letzten Folge, das ist schon schlimm genug. Und ich lande direkt in der Strahlung. Für was nicht mehr viel Zeit? Ja, hier, ne? Meine Güte. Dann verschwinden aber wenigstens hier die ganzen Sachen. Dann gehen die ganzen Missionen endlich mal weg. Ja, Cave wollte die ganze Zeit mit mir reden, glaube ich. Anscheinend schon öfter, aber ich sie angeblich ignoriere. Hallo. Hör auf, mich hinzuhalten. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Okay. Sag mir, was ich für dich tun kann, Kate. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Uns verbindet eine Freundschaft und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich bin krank und kann das nicht länger vor dir verstecken. Kopf, tief Luft holen. Du sollst doch nichts von mir geheim halten. Ich weiß, dass ich das nicht sagen sollte. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass unsere Freundschaft kaputt geht, wenn du die Wahrheit erfährst. Oh Gott, ich vermassle alles. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer sein würde. Unsere Freundschaft wird immer bestehen. Egal, was du sagst. Du bist so verdammt nett zu mir. Ich habe damit angefangen, also muss ich es auch zu Ende bringen. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich hatte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß aus. Und ich habe die Schnauze voll. Ich habe sogar hinter deinem Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere. Kann deine Psychosucht geheilt werden? Normalerweise würde das jeder Ödland-Doc schaffen. Aber ich habe das Zeug so lange genommen, dass es dafür zu spät ist. Ich kenne nur einen anderen Weg. Aber der wird kein leichter sein. Dort draußen soll es irgendwo ein Vault geben. Genauer gesagt Vault 95. Vault okay. Soll ihn für eine Art soziales Experiment benutzt haben. Dort wurden ein paar Junkies als Versuchskaninchen eingesperrt. Sie hatten angeblich eine spezielle Methode, um die Leute dort drin clean zu bekommen. Eine Art Maschine oder sowas. Wenn wir dort reinkämen, könnt ihr mir diese Maschine vielleicht helfen? Kein Problem. Wir bringen dich dorthin. Ich kann es nicht fassen, wie nett du zu mir bist. Auch wenn ich dich enttäusche. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95, sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Kein Problem. Wie wär's, wenn wir Deckung suchen? Wo ist Vault 95? Wow, okay. Planänderung, gehen wir in Vault 95. Das klingt sogar interessant. Und das ist in der Nähe von einer Siedlung. Auch nicht schlecht. Scheiß auf hier auf die Supermutanten-Siedlung, hallo. Waren zwar noch zwei Gegner im letzten Part, das kann ich nur nachholen. Gehen wir mal direkt hier die Mission machen. Ist für Kate. Also warum nicht? Außerdem möchte ich in eine Board reingehen, das klingt wirklich interessant. So, da ist Vault 95. Bin schon da, ging schneller als gedacht, ne? Entgiftungsraum finden. Dort können wir diese Scheiße aus mir rausholen. Ja, aber dann nicht wieder anfangen, ne? Oh, Gunner, oh, ne.
Von allen Gegnern, ausgerechnet Gunner. Warte mal, die Vault ist offen. Oh nee, nicht so ein Ding. Okay, wo zum Teufel hast du uns hier hingeführt? Da ist noch so ein Viech. Ja. Ah. Volt 95. Geil. Da ist noch so ein Dingen. Also, was mache ich denn jetzt? Ja, ich habe übrigens mal meinen Zombie-Killer auf diese eine Schrotflinte draufgepackt, die ich hatte, die ich mir gekauft habe. Oh, du machst mir irgendwie voll wenig Schaden. Das letzte Viech hat dann doch ein bisschen mehr gemacht. Warum muss ausgerechnet so ein Viech hier kommen? Ja, und dann macht er den Angriff und ich bin weg. Was zum Teufel? Okay, du hast hier doch nicht mal alle. Geil. Volt 95. So eine Scheiße. Ich will mal einen Fatman haben. Boah. Das ist doch voll unnormal, was hier wieder abgeht. Ach, die haben da so Leute einfach hingestellt, so Puppen. Ach, ich treffe noch nicht mal. Diese Gunner, ausgerechnet Gunner, ey. Gegen die habe ich schon 3-4 Parts gekämpft. Jetzt kommt schon die nächste Gruppe von denen. Alter. Ich gehe zu meiner Siedlung jetzt zurück. Die können mir mal ruhig helfen. Alter. Da wäre voll übertrieben, was hier abgeht. Hallo, ihr könnt mir ruhig helfen. Danke. Lass mich in Ruhe. Oder geht, der geht jetzt immer noch auf mich los. Oder ist nicht fair. Wow. Das Ding explodiert. Glaube ich. Ja, das hat Feuer. Hi. Wer da drin sind auch noch welche. Im Vault. Mann, greift doch mal jemand anderen an. Alter. Was aber auf jemand anderen hier losgehen, ne? Wer geht denn auf mich? Komm schon, greift die an, die können wir. What, Duke? Ihr habt ein Dingens. Und ich muss mich hier mit dem Viech rumschlagen. Das ist einer von der Bruderschaft? Was? Nein, 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 nein.
Mach das Ding fertig. Oha. Hilfe. Er geht ja immer noch auf mich los. Oha. Oh, ich mag diese Viecher nicht, ehrlich. Ja, wir sind noch mehr Leute. Ihr könnt ja auch. Meine gute Kate ist immer noch da am Kämpfen. Die haben den auf sich gezogen. Sehr gut. Schön. Und wenn da drin solche Viecher rumlaufen, dann habe ich keine Chance. Du hast ganz ehrlich so ein Viech erledigt im Zweikampf. Die werde ich verarschen. Oh, da ist noch so ein Viech. Ja, du von der Burschaft, du kannst mir ruhig noch mal helfen, danke. Duke, komm her. Ja, genau du. Wir haben noch ein paar Probleme hier. Und ihr steht ja da auf Leuten zu helfen, oder? Echt geil finden, wenn du auf jemand anderen hast, auf mich losgehst, ne? Danke. Da so, folgt mir mal unauffällig. Ja, warte, jemand, der dein Freund sein will. Hi, danke. Hilfe! Schon wieder irgendwo verstecken. Brauchst so eine geile Pistole, ne? So eine Mini-Pistole. Gehst du auf Androiden hier los? Oder was auch immer das ist. Cyborg, Maschine, Roboter, ist mir vollkommen egal. So, oh mein Gott, ey, das. Oh, echt? Also, wir sind noch nicht mal in Volt 95 drin, ne? Eine blöde Idee aller Zeiten, Kate. Verdammt. So. Ah. War scheiße. Bis jetzt. Danke, Kollege. Weiß ich zu schätzen. Wo sind das Viech jetzt gelandet? Hi Kate, auch noch am Leben. Ja, war eine sehr feige Methode, aber anders kann ich die nicht erledigen, ganz ehrlich. Macht den so gut wie gar keinen Schaden. Oh, scheiße, auch das Viech, ey. Das Viech kann mich mit seinen Fire Laser voll zerstören. Und ja. Das sind zwei. So, aber jetzt haben wir die erledigt und da drin wird es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm sein, oder? Wenn doch, dann weiß ich nicht. Hi. Finde ich gut, dass ihr den hier aus dem Weg geräumt habt. Hätte ich bestimmt auf die inlocken können, aber der sah mir jetzt nicht so aus, als hätte er viel aushalten können. Boah, jetzt kommen wir noch.
mich eigentlich verarschen. Kommt mehr, Muchachos. Boah, da kommt jetzt wieder ein legendäres. Wie, sag mal, ich hatte gerade einen höllischen Kampf hinter mich, ne? War nicht noch so ein. Mann, verpisst euch doch mal. Boah. Ja, das gibt's doch einfach nicht, ey. Ich bin doch nicht beim Vault drinne und Kinder auf Fresse. Wieso spiele ich nochmal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad? Warum? Warum mache ich da? Ich bin eigentlich vollkommen behindert oder hat. Boah, Schwert bringt irgendwie mehr. Ich mache den legendären irgendwie mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Hilfe, wieder. Ich weiß, komm oft hier rüber. Oh, mein Gott. 55 Erfahrungspunkte für den blöden Köter. Boah, noch so ein Viech? Sag mal. Pff. Was ist das, der gleiche? Oh, kein Albino-Viech. Ja. Oh. Okay, habe ich schon ein, ja, schon ein verbessertes Sturmgewehr? Nee, ne, nur normales. Nee, das, was ich habe, ja, verschießt auch Plasma, ne? So, kann ich jetzt endlich da reingehen? Oh. Jetzt haben die wieder neue gebaut, ne? Wäre ja noch geiler. Ernsthaft. Ja, was haben wir da noch? Wie sagt mir, sind jetzt alle da weg. Oh. Wenn ich da oben jetzt hingehe und da sind diese Viecher wieder, ne? Du bist ein normaler Gunner. Du in ihr wird schon reißen. Ich schmeiß dich hier runter. Tschüss. Sehr gut. Ah, wo ist der zweite? Der war ja auch hier oben. Oh Gott. Warum habt ihr so eine große, warum habt ihr so eine riesige Technologie eigentlich? Ha. Wow. Ha. Oh, sehr gut. Nee, du treffst dich ja mit meinen. Ach, da ist einer. Meinen Granaten. Aber ich habe das Ding kaputt gemacht erst. Okay, ich dachte erst, ich habe einen Soldaten erledigt und dann hat Geschütz noch übrig. Ja, das war sehr spannend. Ersten 20 Minuten, wir sind nicht mal im Vault drinne. Wo ist denn der Typ jetzt hingeflogen? Der war so geil. Egal. Vielleicht treffe ich den am Ausgang.
Wenn ich wieder rausgehe, meine ich. Hast du was Brauchbares gefunden? Ich hätte vielleicht meine Power Armor anziehen sollen für diesen Job hier. Aber naja. So. Aufzug. Na komm mal her, Kate. Ja, gut. Was geht? So. Ja. Ich muss schon mal einladen aus. Finde ich gut, dass man keine Skills braucht, um die zu öffnen, die Sachen oder zu entschärfen. Das hat einfach so gemeine Schafft. Grundkenntnissen ja so drin ist. Ah, oh, da hinten ist jemand. Jetzt mal Terminal. Vielleicht kann ich auch Terminal und so. Ja. Schade, ich nicht mehr deren Dings umändern kann. Weil ich so einstellen kann, die, dass die, weiß ich nicht, auf alles losgehen, also auch auf Gegner. Aber ich dachte, dafür muss ich extra einen Perk oder so lernen, ne? Ein Perk lernen. So. Wer ist da? Niemand. Ich hab gesagt, niemand! Ich hab schon wieder irgendeinen Roboter gehört. Mr. Gutsy, ehrlich, war genauso schlimm. Verpisst euch! Genau, Mr. Gutsy. Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Warte mal, was ist das? Da hinten. Das gehört zum Körper. Verdammt. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Wow, irgendwie hält er nicht so viel auf. Was zum Teufel? Da draußen haben mehr ausgehalten, ganz ehrlich. Oh, hi. Müsste direkt schon. Ja, legendär. Kommt mal her. Ich steck schon wieder fest, ehrlich. Ich liebe es, dass Kronkorken wie so überpowered sind. Genau wie in Fallout 3. Bleib gefälligst da, wo du bist. Oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Muni. Oh, legendärer, ehrlich. Oh, der ist mutiert, ist klar. Die hätte ich nicht speichern sollen. Die hätte ich echt nicht speichern sollen. Zeitlupe für 10 Sekunden, ja, gern. Wie du aus ab. Oh Gott. Was kommen wir hier rein? Ja, ich bin eine Zeitlupe. Gott.
Immer noch am Leben. Ernsthaft? Das ist keine Zeit, OP. Oh Gott. Schafft das ja aber. Hi. Na, was geht? Auch hier? Uff. Das war mein letzter Schuss. Oh. Aber noch kein einziges Mal verreckt bis jetzt. Boah. Interessant, schon wieder eine Sintrüstung. Was soll ich damit? Oh Gott, das war nicht gut. Boah, was ich jetzt alles erledigt habe, ne? Mr. Gatzi, so ein Aggretton, was weiß ich, wie das heißt. Ach ja. Wir machen jetzt nichts mehr, ne? Was zum Teufel ist hier passiert? Ja, ihr bekommt keinen Schaden, geil. Hey, ich brauche noch ein Volt 95. Anzug fällt mir ein. Ich muss aus jedem Volt hier ein Souvenir mitnehmen. Wow. Viele Fallen, da gehe ich noch nicht durch. Boah, der war gut. Hier geblieben. Das ist ein normaler Kanal, ich krieg schon so kaputt. Außerdem bist du leicht bekleidet. Ist, glaube ich, nicht gut für die Abwehr. Wow, das war ein sehr guter Run bis jetzt hier. Ach ja, ich hatte noch Medics an, verdammt. Hätte ich mal nicht. Was? Was schießt du denn da auf mich? Kate, überlasse ich dir. Ich muss sagen, bist du schon down? Sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, was ich für ein Zeug auf die drauf packe. Mein Schwert, aber ich sehe irgendwie keinen Unterschied hier, als würde ich normal angreifen. Power of Grognak, activate! Und nochmal. Immer noch nicht tot. Au. Kannst du es wagen? Plasmagewehr. Hatte ich noch gar nicht, oder? Doch, glaub schon. Weiß ich nicht. Na, schlafen. Vollgeil. Weiter geht's. Oh, Mann. Überall, wo Gunner sind. Ne, das regt mich jetzt schon auf. Ja gut, aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Von Let's Play Fallout. Upsala, auf breites Wasser. 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.